Hallo, hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Ape Harry. So, weiter geht's an der TM. Was haben wir als nächstes zum Tun? Wir haben jetzt die Bremsen, die Grundeinstellung gemacht. Ich habe gestern die Trommel noch abgeschliffen. Muss ich mir nachher noch anschauen, weil das war gestern schon ein bisschen dunkel. Aber jetzt wird es eh gleich wieder dunkel. Was haben wir jetzt gemacht? Bremsen entlüftet haben wir jetzt. Und da habe ich mir ein Februar Bremsenentlüftungsgerät gekauft. Gibt es natürlich auch was Billigeres oder was anderes. Aber das hat irgendwie um die 100 Euro damals gekostet. Und da war sogar noch, das zeige ich euch schnell, dieser Kit dabei. Dieser Kit war dabei mit den ganzen verschiedenen Adapter und der Adapter passt für die TM, der da unten. Das ist sauber alles benannt. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch mit dem Gerät, funktioniert das wirklich, weil ich habe ja früher ein professionelles Gerät gehabt in meiner Autowerkstatt und da hat das Adapter-Set schon, keine Ahnung, damals bestimmt 200-300 Mark gekostet und das Bremsenentlüftungsgerät hat 2500 gekostet. Mark wohlgemerkt. Und das Teil, da passen, ich glaube, 5 Liter rein oder so. Ich habe jetzt mal 2 Liter reingeschüttet, was ich noch da gehabt habe. Und habe mir gedacht, probierst du das aus. Was ich gemerkt habe, du kannst es nicht, weil da hier ist der Hauptbremse, hier ist der Bremsigkeitsbehälter hier. Und du gehst natürlich her, ich habe da so eine Pumpe, Moment, die Pumpe, die habe ich da ist sie. Ich habe da so ein Bike, sowas, kostet auch 10 Euro. Und da kannst du das Ding absaugen, da saugst du erstmal den Dreck raus, was drin ist und dann schließt das Gerät an mit dem Adapter draufschrauben, dann brauchst du nur das da hier nehmen, das Teil nehmen, steckst es oben ein, das habe ich jetzt, hier steckst du den Luftschlauch ein, hier steckst du den Luftschlauch ein, da habe ich jetzt bloß das eingesteckt, dann ist es der aufgeräumt, das ist eigentlich der Zulauf von da. Dann machst du hier auf, so, dass Druck drauf kommt und hier kannst du dann einen Druck einstellen. Da, das muss zubleiben. Hier hast du noch, da kannst du Druck ablassen. Und dann hast du hier noch ein Manometer. Hier hast du noch ein Manometer. Und da gehst du eigentlich unter 2 Bar. Unter 2 Bar. Und wo habe ich jetzt eigentlich die Bremsflüssigkeit hin? Die müsst ihr euch mal anschauen. Die muss ich noch holen, die muss irgendwo sein. Und dann schließt es an, gibst da Druck drauf, das funktioniert auch wirklich saugut und dann kannst du es einfach rauslassen. Und als erstes lassen wir es vorne raus. Eigentlich machst du den längsten Weg zuerst, aber du hast zwei Kreise eh hinten oder vorne. Es ist ja so, wenn du die Ape entlüftest und hast kein Gerät und machst das mit zwei Mann, das geht ja auch, pumpen drauf und dass das dann praktisch vorne rauslässt, das geht auch. Aber da habe ich damals festgestellt, du musst immer zuerst vorne entlüften und wie gesagt, die Grundeinstellung von der Bremse muss passen, weil sonst musst du das viel zu weit auseinander und du musst immer erst vorne entlüften und dann hinten. Ich habe das mal am Anfang gemacht, habe ich zuerst hinten entlüftet mit Pumpen, wie gesagt, wenn jetzt zu Druck drauf gehst, ist völlig wurscht, wo du anfängst, kannst du machen, wie du willst, aber wenn du entlüften tust, musst du zuerst vorne entlüften und dann hinten entlüften, weil ich habe die Luft sonst wirklich nicht rausgebracht. Damals, ich habe da einen neuen Hauptbremsen eingebaut und die Luft ist irgendwie nicht richtig rausgegangen, bis ich dann zuerst vorne entlüftet habe und dann hinten entlüftet habe. Dann hat es funktioniert. Ob das wirklich Zufall war oder weiß ich nicht, aber ich habe es damals seitdem immer so gemacht, wenn du mit zwei Mann, einer sitzt drin und pumpt und der andere macht vorne auf, wenn du das so machst. Ansonsten, wie gesagt, ich habe ein Gerät dazu, bin ja immer allein da heraus, habe mir das Gerät extra dazu gekauft, funktioniert perfekt. Das Gerät selber kann ich da unten in der Videobeschreibung natürlich verlinken und ich habe auch ein Unboxing-Video gemacht, das kann ich da auch gerne unten in der Videobeschreibung verlinken. Falls ich es wieder vergessen sollte, erinnert es mich bitte daran, dass ich es vergessen habe. Ansonsten habe ich jetzt, warum das da drin so nass ist, es ist natürlich immer so, dass ein bisschen, ich habe festgestellt, wenn das Gerät, du musst den Druck komplett ablassen, das habe ich nicht gemacht. Und dann ist dir auch der Behälter nicht zu voll. Mir war der Behälter zu voll, es ist ein bisschen was übergelaufen beim Abziehen von dem Zulaufschlauch. Und da glaube ich, werde ich nächstes Mal das probieren, zuerst den kompletten Druck ablassen, Kompressor absteigen, kompletten Druck ablassen und hier auch noch einen Druck rauslassen, weil da kannst du auch noch einen Druck rauslassen, so dass das druckfrei ist und dann kann das auch ein bisschen zurückfließen von der Schwerkraft her. Und ich habe auch festgestellt, wenn ich jetzt den am Boden unten hinstellen würde, dann hat er nicht die Kraft gehabt, das dann aufzupumpen. Erst wo ich es dann da reingestellt habe, hat es funktioniert. Also das war dann, da hätte ich mehr Druck drauf geben müssen, wollte ich aber nicht, weil das sonst viel gewesen wäre für die Leitung da vorne. Da sind aber so Gummileitungen drin.
Und warum es jetzt da so nass ist, ich habe mein neues Akku-Drucksprühgerät von Einheit gleich mal, das wo ich extra dafür gekauft habe, getestet, weil ich muss ja halt die Bremsflüssigkeit irgendwie da rausbringen. Und da ist es natürlich perfekt und so. Und deswegen ist alles so nass, weil ich da gerade ein Video für Einheit gemacht habe. Aber es funktioniert echt perfekt. Das funktioniert echt perfekt. Und der ganze so viel ist da gar nicht neben mir gelaufen, wie da jetzt sprühe, aber. Und was ich auch noch festgestellt habe von dem Febergerät, du musst wirklich auch, wenn du jetzt der Bremsflüssigkeit hier nachfüllst, immer den Druck komplett ablassen, weil der sonst da drin durch die Membrane ansteigt und dann drückt sie den sonst oben rauf. Das muss dann wirklich alles fest sein und der Adapter oben immer schön fest drehen. Und auch immer schauen, was passiert, immer Auge drauf haben, weil mir ist es auch schon mal passiert, bei einem Auto, dass der Schlauch platzt ist oder dass bei der TM ist, was mal passiert, da waren die Schläuche unten porös, die zwei, wo vom Bremsflüssigkeitsbehälter rausgehen, das sind die platzt und dann läuft ja die Sabbe halt volle Kanne da rein. Kann auch passieren, aber immer Auge drauf haben, immer ein bisschen gucken. Ja? Das ist ganz wichtig, aber jetzt machen wir noch eins, ich hole schnell die Bremsflüssigkeit, dann seht ihr das mal, wie sie aussieht. So, jetzt bin ich wieder bei euch. Das Teil ist übrigens auch dabei. Da kannst du sauber auf den Nippel hinten aufgehen und kannst wirklich sauber entlüften, dass, ohne dass recht viel daneben geht. Diese Flasche ist dabei, du hängst das ja dann mal auf, da ist so ein Haken dabei und schaut mal die Bremsflüssigkeit an. Also die ist recht dunkel. Die ist recht dunkel und da war es wirklich nicht schad drum, dass ich die rausgelassen habe. Ich glaube auch, dass ich ein bisschen zu viel rausgelassen habe, aber es war immer noch ein bisschen Luft mit drin, weil ihr seht ja, das ist jetzt ein guter halber Liter, was ich rausgelassen habe. Und wie gesagt, die Flasche ist auch dabei. Das Gerät selber finde ich echt genial. Ich muss mir jetzt bloß noch was machen, dass ich das dann da festmachen kann, so dass es nicht irgendwie rumhängt. Aber das ist eigentlich so starr, dass das oben bleibt, das ist auch nicht schlecht. Gell? Und da kannst du es natürlich irgendwo hinhängen, das ist auch gut. So, das stellen wir jetzt da ab. Die müssen dann in ein extra Gefäß rein tun, die alte Bremsflüssigkeit. So, da la. Also, jetzt haben wir Bremse entlüftet. Vielleicht mache ich auch noch ein Video dazu, wie man mit zwei Mann entlüftet. Das habe ich erst jemand erklärt. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch noch den Mitgliederbereich an. Wenn ihr auf Mitglied werden draufdruckt, wenn ihr schon Abonnent seid, dann schaut euch das Video an. Da könnt ihr mal was Gutes tun, wenn ihr Bock habt. Oder die Support-Funktion, wenn ihr Probleme mit eurer API habt. Dann helfe ich euch fast zu jeder Zeit. Also selbst am Sonntag schreiben mir die Leute an, weil sie eben am Sonntag ihr API reparieren und die hilft dann auch. Wenn der das schon gemacht hat, dann kriegt der von mir Support. So schaut es aus. So, jetzt würde ich sagen, das war schon wieder von mir. Jetzt geht es dann wieder weiter, ich mache es dann noch sauber. Und dann gehe ich ein Käffchen trinken mit meinem Schatz. Und ja, dann ist Freitagabend, jetzt wird es eh schon wieder dunkel, 5 Uhr wird es. Da brauchst du nicht mehr viel machen, da siehst du nichts mehr. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen, was für weitere Videos kommen. Ich muss noch einen Keilriemen austauschen da. Der schaut zwar nicht schlecht aus, aber ich mache trotzdem einen neuen rein. Luftfilter, das ist alles schon tauscht. Ölwechsel mache ich noch. Mache ich auch noch. Muss noch Öl holen, das habe ich oben noch. Mache ich noch einen Ölwechsel. Und ihr seid natürlich wieder dabei, wenn ihr einschaltet, wenn es heißt Servus, da ist der Abihari. Einfach ein Abo machen, wie gesagt, und warten, bis das nächste Video kommt. Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keins. Dann wird es immer ab und zu ein bisschen lustig vielleicht. Ja, aber mit der DM, das macht mir richtig Spaß. Ohne Schmarrn. Das macht mir jetzt richtig Spaß, mich da wieder ein bisschen zu verwirklichen, ein bisschen da zum Schrauben, ein bisschen was zu machen. Es ist einfach, keine Ahnung. Ist halt, ich habe es halt auch gelernt. Es ist halt auch drin. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, bis nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, dass der Abihari. Bleib gesund, fahr auf 3 Räder, nicht auf 2, sondern dass man umkippt. Und dann schalte ich wieder ein, wenn ich da bin. Ciao, servus, mach's gut.